diese Ratlosigkeit mit dem Thema Sicherheit so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, freuen wir uns jetzt, dass Sascha Stoltenow noch kommt als erstes, der Bändler-Blogger. Kleinen Applaus, darf auch mal sein. Vorschusslorbeeren. ehemaliger Berufssoldat, Berater und schon deshalb als ehemaliger Soldat einen sehr harten und klaren Blick auf das Thema Sicherheit, habe ich auch schon bei vielen Barcamps erlebt von dir. Und vielleicht wird es euch deshalb überraschen, wo er sich zwischen diesen beiden Polen auf der einen Seite mehr Sicherheit und auf der anderen Seite mehr Unsicherheit, wo er sich da aufstellt. Sascha. Ja, schönen guten Abend. Heute Abend mal kein Peng und Bumm von mir. Mein Namensvetter, der mit der gut gehenden Frisur, hat ja gesagt, das Internet sei kaputt. Hat dafür im Netz auch ein bisschen Haue bekommen. Ich habe das eher als Metapher verstanden, auch Netz als Gesellschaft zu verstehen. Und Sascha Lobo hat ja gefragt, wo ist denn der Internetoptimismus? Und ich muss sagen, ich bin gnadenlos nicht internetoptimistisch, aber gesellschaftsoptimistisch und habe mir einen Appell ausgedacht, der da heißt Unsecure You, also verunsichere dich. Ich habe dann angefangen zu überlegen, was ich hier sage und habe dann gedacht, ich bereite mich gar nicht vor, damit ich maximal selbst verunsichert bin und habe auch gesagt, Folien, nö. Dann bekam ich aber einen Hinweis, dass ihr alles Augentiere seid, dass wir alles Augentiere seien, und ich doch vielleicht Folien machen soll. Das habe ich dann heute auch noch gemacht. Und als ich sie fertig hatte, habe ich von diesem Giraffenbaby in Kopenhagen gelesen und dachte, das hätte ich mal machen sollen. Denn dort hat sich meines Erachtens der Zoodirektor von Kopenhagen nachhaltig verunsichert, alles richtig gemacht, was so der Krisenkommunikationsberater so lernt und sagt, so, sei offen, sei transparent und dann dieses böse A-Wort, sei authentisch. Hat 4 Tage vorher angekündigt, übrigens, wir werden am Sonntag einen Giraffenbullen schlachten, ihn ausnehmen und an die Löwen und die Eisbären verfüttern. Und ich sage, super Idee. Also meine Unterstützung hat er, allerdings hat er jetzt auch ein paar mehr Fans auf seiner Facebook-Seite, die ihn dann auf Dänisch, Englisch oder sonst was beschimpfen. Ich gehe aber jetzt mal einen anderen Weg bei diesem Unsecure You. Und möchte eigentlich über Zuversicht sprechen. Und in der Ankündigung für heute steht, ich hätte irgendwie so ein paar Antworten. Das ist natürlich auch wieder glatt gelogen, weil ich überhaupt keine Antworten habe. Und am schlimmsten habe ich es auf die Spitze getrieben, weil ich gesagt habe, dann fange ich mal an, über was zu sprechen, was mich fasziniert, von dem ich aber keine Ahnung habe. Ich bin bei den Reisen durchs Netz und du hattest das vorhin gesagt, dass das Feedback auf Twitter zu dem ersten Webmontag in diesem Jahr war, das war ja irgendwie gar nichts für uns Hacker, Informatiker oder sonst was. Und dann dachte ich, jetzt bringe ich euch mal was aus der Mathematik mit und aus der Kybernetik mit, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich habe zu Hause eine Frau und einen Sohn, die das vielleicht verstehen würden, weil die nämlich schlau sind, was das angeht. Aber die Idee, was ich dazu gelesen habe, hinter dem Varietätstheorem, in einer anderen Abwandlung auch Ashby's Law genannt, das, was ich davon verstanden habe, ist das, was ich auch in Wikipedia gelesen habe. Da steht, in der Kybernetik bezeichnet man eine Zunahme, also einen wachsenden Vorrat an Wirk-, Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten eines Systems mit dem Begriff der zunehmenden Varietät. Gemäß William Ross Ashby dient die Varietät der Messung von Komplexität eines Systems. Und dieses Varietätstheorem hier in der Formel rübergebracht heißt, dass die Zusammenhänge zwischen den Störungen S eines Systems und den möglichen Reaktionen darauf die Komplexität oder die möglichen Konsequenzen K ergeben. Und mathematisch unkundig, wie ich bin, habe ich gesagt, das ist doch geil, weil das heißt, je mehr Unsinn wir machen, und wir haben ja ganz viele Handlungsmöglichkeiten auch über das Internet, umso schwerer sind wir kontrollierbar.
und technisch gesehen, wir sind gar nicht kontrollierbar. Selbst wenn die NSA uns alle unsere Daten ermittelt, wir können so viel Unsinn machen, so viel mehr Unsinn machen, dass sie nie vorhersagen können, was wir tun. Und das finde ich ist jetzt so als eine Grundposition, zuversichtlich zu sein, ziemlich gut. Und wir können nachher noch diskutieren, auch die Kybernetiker und die Mathematiker und die Physiker unter uns, ob ich da was böse missverstanden habe. Und wenn nicht, dann glaube ich wenigstens, oder wenn doch, dann glaube ich wenigstens dran. Denn warum glaube ich dran? Das will ich jetzt versuchen zu erklären. Da weiß ich auch noch nicht, wie das ankommt, weil ich es noch nicht getestet habe. Insofern ist das die Fortsetzung dieses Live-Experiments. Also wenn wir über you, wenn ich über dich, über euch rede, wenn ich über mich rede, worüber rede ich denn? Und dann sind wir bei so einem Konzept der Identität und nicht der Authentizität, weil authentisch, sage ich immer, das ist ein Salatkopf, ja, der wächst und alles Dingliche ist authentisch. Wir Menschen, wir reden, wir handeln, wir lügen, wir täuschen, wir agieren aber immer wieder in verschiedenen Rollen, wir erzählen ganz viele Geschichten und das Du, also das Ich, ist das, was du über mich sagst, was ich über dich sage, und da wir alle über uns was sagen, gehe ich mal davon aus, dass wir das sind, was über uns erzählt wird, und wir dürfen da mitreden. Und zwar, was über uns erzählt wird, also was über mich erzählt wird in der Rolle dessen, der jetzt hier auf der Bühne steht, genauso wie in der Rolle als Vater von drei Kindern, als Ehemann meiner Frau und ein bisschen vulgär philosophisch bei Herrn David Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Das hat für mich auch ein Kernchen Wahrheit, weil ich in so vielen unterschiedlichen Rollen agiere, in denen wiederum andere etwas über mich erzählen. Und dann bin ich wieder bei dieser Komplexität, die kaum erfassbar ist, zumindest nicht in der Art und Weise, dass man sagen kann, okay, als nächstes kauft der Stolte nur das und das. Das stimmt mich wieder auch zuversichtlich. Also, warum ist das wichtig, dass ich meine Geschichte bin und ihr mir helft, meine Geschichte zu erzählen? Ein alter philosophischer Gedanke eines deutschen Philosophen, Odo Marquardt, der hat mal gesagt, die Menschen, das sind ihre Geschichten. Und ich habe in der Vorbereitung auf heute Abend, weil ich mich ja dann doch vorbereitet habe, einen Beitrag gelesen, bei dem es darum ging, wer die Zukunft des Überwachungsstaates kennenlernen möchte, der solle sich doch bitte arme Gesellschaftsschichten angucken, prekäre Gesellschaftsschichten. Und das nahm Bezug auf die Situation beispielsweise in den USA, wo dann quasi diese Welfare-Behörde über ihre ganzen Essensmarken und was sie alles den nicht so gut Situierten in die Hand gab, quasi deren Bewegungsprofile verfolgte und wirklich sich aktiv dort einmischte. Und das wiederum erinnerte mich an eine Erzählung, die ein Nachbar von mir, der als Schuldnerberater arbeitet, der diesen großen Wandel von Sozialhilfe zu Hartz IV mitgemacht hat, der sagte, früher konnte der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin mit ihren Mandanten auch mal so, ja, oh, die Waschmaschine ist kaputt, komm hier, hast du nochmal 200 Mark oder sowas. Die konnten wirklich interagieren, zwar immer noch nicht auf Augenhöhe, aber sie haben sozusagen das zum Teil der gemeinsamen Geschichte gemacht. Mittlerweile ist es so, über das Arbeitslosengeld II oder Hartz IV sind Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, zu Bittstellern geworden. Das Praktische ist in Mainz, das hat der Nachbar beschrieben, da sitzt dann die Arge auch so auf dem Berg und da darfst du dann immer so quasi so ein bisschen wie eine Canossa auf den Berg hochgehen und dir deine Knete abholen und musst dich dann auch beschimpfen lassen, beziehungsweise das Arbeitsamt arbeitet dann da so seinen Standardprozess durch. Ja, das heißt, auch wieder Netzwerkgesellschaft, skalierendes Geschäftsmodell, Vereinheitlichung von Prozessen, der Staat hat seine Prozesse vereinheitlicht, mit denen er quasi die nicht produktiven Mitglieder seiner Gemeinschaft, die er meint erziehen zu müssen, irgendwie standardmäßig behandelt. Das heißt, er schränkt systematisch die Varietät ein, also die Handlungsmöglichkeiten des Sozialarbeiters sind eingeschränkt. Und diese beiden Gedanken, dass die Situation in den USA und das, was mir mein Nachbar, der Schuldnerberater erzählt hat, ergeben zusammen in meinem Kopf ein Bild, wo ich sage, ich selbst muss dafür sorgen oder kann dafür sorgen, auch über das technische Netz, dass ganz viele Menschen meine Geschichte miterzählen.
Und das ist dieses Element von dass ich mich selbst verunsichere. Also meine Identität, die ganz stark geprägt wird von den Erzählungen, die andere, aber auch ich, über mich verbreiten. Und das ist diese Frage der Sicherheit. Ich meine, es gibt ja diese Erzählung von sozusagen the most dangerous species on earth. Wer weiß, wer das ist? Irgendjemand eine Antwort? Ja, junge Männer. War ich ja auch mal. Wenn man sich fragt, warum sowas wie Armee funktioniert, das funktioniert deshalb, weil junge Männer unsterblich sind. Also nicht de facto, sondern gefühlt. Also es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man da hingeht, warum man aus irgendwelchen Gräben springt oder sowas. Außer, dass man ein junger Mann ist und unsterblich. Auch der Beweis des Gegenteils überzeugt einen nicht. Das heißt, es gibt unterschiedliche Risikokategorien, aber die Sicherheit, die wir meinen zu haben oder meinen zu hatten, glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass wir diese unheimlich vielen Handlungsmöglichkeiten, die wir jetzt haben, früher so nicht hatten. Das war aber auch schon immer so. Das heißt, dass genauso wie jetzt beispielsweise in Unternehmen, ich weiß nicht, wer das heute gesehen hat, ein kleiner Verlag aus Österreich hat irgendwie eine E-Mail an 2000 Leute auf den Verteiler geschickt und dann kam so ein E-Mail-Battle hin und her, also beziehungsweise immer so Reply to All. Im Jahr 2014, ich sage, die meisten Unternehmen, aber auch wir selbst, wir haben den Kulturschock der E-Mail noch nicht überwunden. Es geht sogar so weit, dass wir vielleicht den Kulturschock der Erfindung der Schrift noch nicht überwunden haben, wenn man so sieht, wie manche Menschen mit Worten umgehen. Vielleicht guckt jemand aus dem Marketing zu oder ist hier. Das geht für euch. Oder es geht an euch. Scherz beiseite. Also diese Sicherheit, die man hat, ist, glaube ich, quasi in unserem Mechanismus Komplexität zu reduzieren und quasi diese Varietät einzuschränken. Und dann fühlt man sich sicher. Und früher fühlte man sich so in der Kernfamilie sicher oder in der Höhle. Und jetzt haben wir aber Möglichkeiten, auch unser Sicherheitsgefühl andersartig herzustellen. Das heißt, es ist total okay, dass jemand auch alleine ist. Der ist nicht gleich irgendwie pflegebedürftig, weil er kann zahlreiche soziale Kontakte auch pflegen und darüber eine gewisse Stabilität erlangen. Auch im Unterschied zu beispielsweise so prekären Schichten, das habe ich in meinem Skiurlaub jetzt Anfang des Jahres, habe ich eine Diskussion mit einer Frau gehabt, die selber Vermieterin ist, die auch sehr viele prekäre Mieter hat, die dann als Erklärung sagte, ja, und dieses ganze Medien, Internet und sonst irgendwas Zeug, die kommen ja nicht mehr raus und da, wo ich dann, und da entwickelte ich dann den Gedanken, vielleicht hat sowas wie Hartz IV die gesellschaftlichen Zusammenhalte in Deutschland nachhaltiger, disruptiv, negativ verändert als das Internet und als diese ganzen technischen Geräte, weil über diese technischen Geräte gehst du ja zumindest mal ein paar soziale Beziehungen ein. Sicherheit einmal in der Stabilität einer engen Gruppe, die ich aber auch jetzt digital aufbauen kann. Und dieses Unsecure, diese Unsicherheit, ist es so, immer wenn ich jemand anderem meine Geschichte erzähle und er dann auch über mich irgendwas sagt, das ist eine systematische Verunsicherung und ich glaube, das ist eine ganz interessante Strategie, also ich finde sie sehr interessant, mich systematisch zu verunsichern und auch hierher zu kommen, zu sagen, ich erzähle jetzt mal einen Gedanken. Und es kann ja auch sein, dass ihr noch seid ihr nicht eingeschlafen, aber ihr könntet locker jemanden von der Bühne buhen. Das macht aber, also ich finde das super, also nicht von der Bühne gebuht zu werden. Und es wird sicherlich auch, genau, ich hätte vielleicht heute versuchen können, so Poetry Slam mäßig und dann ganz viele Klicks und dann hätten sie mich alle wieder gehasst, weil der ja nur ganz Normales erzählt, was jeder erzählt. Aber egal, also dieses Unsecure, also diese Unsicherheit, also systematisch quasi aus der eigenen Komfortzone rauskommen, das ist eigentlich die Idee und das ist auch der Appell und das, glaube ich, für mich ist eine gute Handlungsstrategie in
unserer Netzwerkgesellschaft zu agieren, systematisch sich zu verunsichern, nicht notwendigerweise allen Scheiß auf Facebook oder anderswo zu posten, sondern ganz gezielt sich selbst zum Teil seines sozialen Netzwerkes zu machen, weil wenn dann was passiert, wenn mir mal jemand meinen Twitter-Account @BendlerBlogger klaut, wo bestimmt Heerscharen von IT-Offizieren in der Bundeswehr schon dran arbeiten, nein, tun sie nicht, dann gibt es ja immer noch genug Leute, die wissen, dass ich das mal war. Und zumindest dann, wenn auch nicht den Twitter-Account, aber meine soziale Identität und Integrität wiederherstellen können. Und deshalb der Appell, verunsichert euch, es ist nicht schlimm, es tut nicht weh, es macht Spaß, es macht das aus, was wir sind. Und über diesen Weg glaube ich, dass wir zuversichtlich sein können, dass wir Gesellschaft gestalten können. Dankeschön. Sascha, vielen Dank. Wart noch einen Moment. Erstens mal, wir haben ja noch Zeit und Gelegenheit für Fragen. Eine habe ich, das hat mich so, was du gesagt hast, so ein bisschen an eine alte These aus der Systemtheorie entwickelt, dass eine gute Idee ist, sogenannte Optionenpolitik zu machen, also die Anzahl der Möglichkeiten, die man hat, zu vervielfältigen. Das war noch lange vor den sozialen Netzen. Jetzt beschäftigst du dich ja viel mit dem klassischen Sicherheitsbegriff, mit Militärs. Wie gehen die eigentlich mit Unsicherheit um? Also weil im Prinzip heißt ja, wenn ich meine Möglichkeiten vervielfältige, dann werde ich für andere unberechenbar. Jemand, der unberechenbar ist, ist ein potenzielles Risiko. Wie geht man mit unberechenbaren Leuten um als Militär? Ja, das kommt darauf an, wo die unberechenbaren Leute sind. Wenn die unberechenbaren Leute deine Feinde sind, dann musst du selbst unberechenbar werden. Das heißt, Guerilla bekämpfst du am besten, indem du selbst wie Guerilla agierst. Falsch oder soll ich was anderes sagen? Heißt aber, dass so aus dieser Perspektive als Militär ist einem eigentlich jemand, der berechenbar ist, immer lieber, oder? Ja, weil der ja dumm ist, den kann ich ja leicht töten. Wäre an der Stelle Zeit, jetzt eine Frage oder eine Gegenthese aufzustellen. Liegt jemandem was auf der Zunge da hinten? Das Mikro ist auf dem Weg zu dir, kleinen Moment. Ich habe dir übrigens den Klicker vorenthalten, muss ich auch mal sagen. Aber schönen guten Abend. Könntest du nochmal zurückgehen zu dieser mathematischen Formel? Webmontag, ja. Nein, ich bin ich bin auch kein Mathe-Nerd. Aber den letzten Kommentar, den du gemacht hast, der schließt sich eigentlich ganz gut daran an. Also es kann ja sein, dass das System als Ganzes sicherer wird mit der Zahl der Verbindungen. Und ich war auch einer, der von vorhin seine Hand gehoben hat und hat gemeint, ja klar, das Internet uns alle sicherer gemacht. Einfach durch die Zahl der Verbindungen wird das System stabiler. Meine These. Aber du hattest dann vorhin so einen Schlenker zur NSA und muss ich irgendwie an diese Diskrepanz denken zwischen dem System als Ganzen und mir selber, der ich für WhatsApp nur eine Telefonnummer bin und der genau identifizierbar sein ich bin total schutzlos ohne das ganze System und ich bin nur ein Individuum und darauf zielt ja diese Überwachung ab, dass du sozusagen von der Gruppe separiert bist und gibt es halt vielleicht doch schon so ein Spannungsfeld zwischen ja, dem großen Ganzen und dir selber. Und wollte ich fragen, wie siehst du das? Gibt es da nicht doch irgendwie so ein Problem? Ja, es gibt ein Problem. Ich glaube, dieser Punkt, den du genannt hast, wenn du von der Gruppe isoliert wirst, das ist das Problem. Und das ist ja auch die Fantasie, die hinter der Kontrollierbarkeit steckt. Also NSA ist ja quasi so der Evil Twin des Dialogmarketings oder solche Sachen. Wir skalieren unsere Systeme. Also ich sage immer, Marketingautomation ist, wenn die Leute, die sonst mit mir per Du sind, auf einmal sie zu mir sagen. Das heißt, diese Fantasie der Skalierbarkeit und auch Grenzkosten in der Betriebswirtschaft, sowas, die NSA möchte ja quasi auch alles über einen Einzelnen wissen, um ihn dann zu isolieren. Deshalb
wäre meine These, dass man dem entgegensetzen kann, sich eben nicht vereinzeln zu lassen, sondern sich persönlich zu vergesellschaften. Wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet der Gründer von Lavabit, dem ja diesen E-Mail-Dienst, den er abgeschaltet hat auf Anraten seiner Anwälte, arbeitet daran, ein neues System zu entwickeln, Darkmail, das dann wirklich sicher sein muss, soll, wie das gehen soll, I don't know, aber auch Pretty Good Privacy ist ja, glaube ich, noch nicht geknackt, ist halt nur ein bisschen kompliziert. Ich glaube, diese Möglichkeiten, dass du auch technisch Dinge verbergen kannst, die bleiben da, und zwar auch deshalb, weil du es nicht alles brechen kannst. Und wenn man jetzt sich mal die Handlungsstrategien von Staaten, insbesondere in den USA, anguckt, wie die es denn schaffen, Dinge geheim zu halten, ist, die publizieren eigentlich so viel, was wirklich wichtig ist, dass keiner mehr Bock hat, das alles zu lesen. Ja, das ist ungefähr so wie die Nutzungsbedingungen bei Apple, oder auch wenn du irgendwie ein Bankprodukt kaufst, da sind so viele Texte drin. Jetzt kann man gucken, irgendwann wird es leistungsfähige Crawler geben, die daraus so die wichtigsten Daten rausziehen und sagen nach dem Motto, okay, wenn du das kaufst, bist du verloren. Aber das kann man auch vorher schon wissen. Aber ich glaube, dass man tatsächlich gezielt Varietät erzeugen kann und quasi systemisch, und das Netzwerk, das soziale Netzwerk gibt es ja quasi vor dem Computer, also in der Höhle hat es angefangen, so, ich, du, Autopoiesis und solche Sachen. Diese ganzen Themen, ich glaube, wir sind einfach nicht berechenbar. Also nur, wenn wir uns dumm verhalten. Also wenn wir tatsächlich quasi systematisch so, okay, alles klar. Also zum Beispiel meine Erfahrung, nochmal ganz kurz, wie viele Soldaten brauchtest du vor 10 Jahren, um ein amerikanisches Bataillon zum Stehen zu bringen? 2. Ja, die haben nämlich irgendwo im Wald gesessen, Maschinengewehr, kurz angeschossen. Dann riefen die Amerikaner erstmal Artillerie und Luft und sonst was, während die 200-300 Meter später sich wieder hingelegt haben. Dann kamen die Amerikaner alle hoch, ging weiter. So ging das. Aber dann hat die amerikanische Armee gesagt, wir fangen jetzt mal an zu lernen. Sie haben im Irak gelernt, sie haben in Afghanistan gelernt und sind unheimlich rapide selbst zu anderen Strategien übergegangen, die sehr viel stärker auch mit solchen beispielsweise Guerillataktiken gearbeitet haben und können deshalb, weil sie eben selbst sehr variabel agieren, zwar in einer Situation von Befehl und Gehorsam, also das heißt, was wirklich einfach ist, ist der Drill. Du lernst schießen, lässt dich hinwerfen und solche Sachen. Das sind Automatismen. Aber trotzdem hast du eine sehr hohe Handlungsvarietät da drin. Und das Gefährliche bei sowas ist tatsächlich, also nicht bei dem Militärischen, aber insgesamt in der Gesellschaft, wenn es gelingt, dich zu vereinzeln und du dann nur, was weiß ich, nur noch vom Wohl und Wehe des Arbeitsamtes oder der AGE abhängst. Sascha, eine Frage noch über Twitter. Das heißt eigentlich, mach da mal eine Frage draus, einen Kommentar. Du hast gesagt, dass junge Männer deswegen zum Militär kommen, weil sie an die eigene Unsterblichkeit glauben. Trifft das auch auf Frauen zu? Glaube ja. Ja, natürlich. Aber die sind nicht ganz so aggressiv, glaube ich. Aber das ist jetzt keine Grunddebatte, ob Frauen beim Militär sein sollten. Ich habe vor 4 Wochen eine junge Batteriechefin kennengelernt, die auf die Möglichkeit, dass sie irgendwann in 2 Jahren auf dem österreichischen Truppenübungsplatz ins Gebirge schießen darf, nur meinte, yeah! Also insofern, das ist kein Männer-Frauen-Thema, sondern das können wir beide, wenn wir jung und etwas dumm sind. Seid unberechenbar. Sascha, vielen Dank. Thank you.